auf dem Bildschirm gerotzt. So. Hallo, jojojo. Noobs, was geht los? Liebe Schlümpfe, die Lage ist ernst. Gurgelhals, haha, Gurgelhals, mochte sich wieder einmal recht rach. Ne, da fehlen die Punkte so halb, aber ja. Drei Schlümpfe sind schon verschwunden und jetzt wird das richtig serious business hier. Der Muskelschlumpf, hatte der nicht einen Namen? Natürlich hat er das. Gut, wird versuchen sie zu befreien, doch die Lage ist lang und Schlumpf, vor allem aber Schlumpf, denn wir schlumpfen ihm die Daumen, dass alle tut hier. Das machen wir. Und was spielen wir für ein Spiel? Habt ihr sicher schon erraten können. Es sind die Schlümpfe. Und die Musik ist, naja, Happy Hardcore hier. Gut, dann hauen wir mal rein, ne, in den Wald. Hinterlassen wir einen riesigen Krater und fällen alle Bäume. Darum geht es in diesem Spiel. Wir müssen die Waldbewohner töten. Ganz unbarmherzig. Und wir sind der Muskelschlumpf. Wir haben keinen Namen. Weil, konnten sich die Copyrights hier nicht leisten für den Namen. Würde ich mal so sagen. Nee, wahrscheinlich sind sie einfach nur zu doof. Die haben ja Gargamel auch Gurgelhals genannt. Das ist ja, das war ja wie, ja, zu meiner Zeit praktisch, ne? Da gab's noch die ersten Comics und da hieß der auch Gurgelhals. Ich weiß ja nicht, was die sich dabei gedacht haben. Aber gut. Gut, und das sind die Hitler-Schlümpfe. Die sind voller Hass. Die versuchen uns das Leben schwer zu machen. Also, gut. Und so ist es, wenn man stirbt. Aber das machen wir jetzt nicht nochmal. Das reicht ja einmal. Ich habe ja auch Fritz Fröhlich hier, geht mit der Zeit, hat jetzt auch Safe States. Und dann werde ich euch diese Repetitionen hier ersparen. Gut, den Baum haben wir schon gefällt. Jetzt gucken wir mal, was wir noch machen können hier in diesem Wald. Komm, Ungeziefer, ey. Kann nicht sein. Wir sind hier in einer Zivilisation. Zumindest wenn ich komme, dann ist hier... Oh, komm. Siehste? Der Hitler immer. Versucht den ganzen Wald an sich zu reißen. Also was kann ich gar nicht leiden, wenn diese Nazis kommen und die Wälder abholzen wollen. Würde ich nie machen. Weil das ist einfach verkehrt. Das ist so anti-bio. Gut, Akt 1. Ja, das war ein schwerer Akt. Jetzt machen wir weiter. Was kommt nach 1, na? Richtig, gut. Der Bach. Und ja, hier gibt es Dinger. Fische. Sind Fische, sieht so aus, ne? Die haben ganz großen Hunger und den sollten wir besser nicht ins Maul schwimmen, denn die sind allergisch gegen Schlümpfe. Ist aber auch eigentlich egal, weil Fische sind uns egal, weil, also, aber die tun auch weh und das ist nicht so gut. So. Hier, Himbeeren sind Leben und man kann sie einsammeln und sich dann gleich treffen lassen, damit es nicht zu schwer wird. Zu leicht, meine ich. Man kann es aber auch sein lassen. Dann gibt es hier noch Bonus-Items, wie die Sterne. Die bringen überhaupt nichts, nur Punkte. So, jetzt können wir uns zurücklehnen. Wir kommen nicht mehr zurück. Na, dann müssen wir wohl nach vorne und raus hier. So, das war Akt 2. Und für die Sterne gibt es Bonuspunkte. Finde ich gut. Akt 3. Brücke. Oh. Ist das gut. Da fängt es schon wieder an. Und hier die Uhus, die Eicheln werfen. Wie im richtigen Leben. Kennt ihr alle. So, und dann haben wir hier Vögel. Die gehen sogar runter, weil Schlümpfe ja auch so schwer sind. Das war ein Tod, aber jetzt habt ihr gesehen. Fritz Fröhlich geht mit der Zeit. Fritz Fröhlich. Ja. Kann auch, um das Ganze zu beschleunigen, mal Safe States benutzen. Das darf Fritz Fröhlich. So. Und jetzt rennen wir hier einfach so rüber. Auf den nächsten Vogel. Komm.
Ja, das ist gut. Komm, oh, nee, das war nicht so gut. So, jetzt hier sind noch besonders gemeine Fische. Da müssen wir nur rüberspringen. So doof sind wir nicht. So, jetzt haben wir hier ein Leben. Haben wir nochmal so einen Geier. Los, das war gut. Jetzt rennen wir hier wieder rüber. Scheiß Sterne, können uns egal sein. Wir wollen hier einfach nur durch. Gut, Akt 3 bestanden. Ist ja auch kein großer... Ne? Jetzt Nummer 4 und jetzt weiß ich nicht, Sümpfe, naja, Sümpfe, ja, ist auch nicht so gut. Gut, dass Fritz immer geistesgegenwärtig 5000 Safe States macht, ne? Sonst müsstet ihr euch die Scheiße jetzt nochmal von vorne angucken. Weil ich habe ja auch gerade erst angefangen, wäre eigentlich scheißegal gewesen, aber ich sag das mal so. Springen wir hier. Mann, der Sumpf, der hat das schon in sich. Komm, wir kommen da rüber. Das muss gehen. Wir können nicht auf diese scheiß lahmen Frösche. Sind das Frösche? Ja. Ja, was ist das denn hier? So ein kleines Insekt. Das ist nicht... Oh. Ich drehe gleich durch hier. Was ist das für eine Scheiße? Immer diese Kinderspieler, wird man ganz verrückt. Komm! Hier rüber und jetzt hier. Ja, genau, Insekt. Mann, Kalle, der hat schon eine gewisse Ähnlichkeit mit dir. Findest du nicht? Ja. Gut. Ah. Ja. Gut, Kletter, ich glaube. Ach, ja, sieh mal einer an. Das ist so. Ja, guckst du rum. Kletterst du da aus Versehen hoch und dann musst du die Zeit hier in unserem scheiß Bonus-Level verschwenden. Du hast so viel Besseres zu tun, zum Beispiel ja, saufen. Aber du machst lieber hier so ein Spiel-Kommentar, weil dir gerade eine Spessart einfällt und du noch vom Vortag nicht ganz sauber bist. Aber komm, muss ich jetzt auf dich warten? Na, dann mach doch mal hinne. Kann auch nicht angehen, du lahmer Vogel, du. Ah. So, geht's da auch hoch? Nee. Will ich auch gar nicht mehr. Ganz ehrlich. So, Exit. Dann haben wir das wohl. Ist klar, wir können Deutsch lesen. Oh, Kalle. Was muss ich hier machen? Die Musik ist so schrecklich. Und da unten ist irgend so ein Wurm. Ja, das ist die gefürchtete... berüchtigte zweiäugige Schlange. Komm. Na komm, Süßer. Komm, mach was. Oh, jetzt muss ich da schnell runter. Achtung. Ah, das können wir. Komm. Komm, Süßer. Zeig es mir. Na, war gut. War gut. Gut. Ach, komm. Das können wir hier schnell sind. Nee. Ah, du kannst... Was? Das geht? Ja, Leute, guckt dazu, wie ich das mache. Ist ein schönes Spiel. Die Musik ist sehr dramatisch. Wir schaffen für mich, denn ich bin auch sehr dramatisch. Oh, jetzt muss ich mich aber anstrengen. Was passiert? Komm, das kann nicht so schwer sein. Na, siehst du? Jetzt ducken wir uns mal, wollte ich gerade sagen. Aber das hat irgendwie keinen Zweck. Dann springen wir hier rauf. Da, das war gut. So, komm. Oh, was, wie muss... Kannst du... Ja, dann lassen wir sie halt da durch. Ja, lassen wir da durch. Komm, hast du hier mal eine Schnaufpause, Herbert? Oder bist du ein Weibchen? Ich weiß es nicht. Gut, ist Schluss? Ja, hier, seht ihr einen Schlüssel? Und damit können wir jetzt die Prinzessin... Naja, die weiß ich nicht. Prinzessin mit Brille. Der Brillenschlumpf. Oh, ist ja geil. Bravo. Gut, und weiter geht's im nächsten Teil. Ich glaube, ich spiele das mal durch zur Abwechslung. Das ist ja gar nicht so schlecht. Ne? Bis denn, Leute. Schau, macht es gut. Noobs. Und schaltet bloß nicht wieder ein.